Moin, moin, liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem kleinen Sommerpausenprojekt Captain of Industries hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Ahoi. Ahoi, sagt er. So, und wir haben hier eine Willkommensnachricht an den Kapitän, Kapitän Kante. Ne? Wir haben die Insel gefunden, nach der wir gesucht haben, sie war nicht auf der Karte. Unser Schiff hat große Schäden genommen und benötigt grundlegende Reparaturen, um wieder segeln zu können. Aber wir sollten hier sicher sein. Abgesehen von unseren mitgebrachten Vorräten fangen wir ganz von vorne an. Wir sollten anfangen, Konstruktionsteile herzustellen, um in der Lage zu sein, Infrastruktur aufzubauen, Lebensmittel anzubauen, um unsere Leute zu ernähren und einen Weg finden, Kraftstoff herzustellen, damit wir unsere Fahrzeuge betanken können. Die Insel sieht verlassen aus, hat aber eine Menge an natürlichen Ressourcen, die wir nutzen können. Es gibt auch einige verlassene Gebäude, die wir für Schrott abbauen können. Wir sollten auch ein Forschungslabor bauen, aufbauen sogar, um Technologien neu erfinden zu können, die wir so lange als selbstverständlich angesehen haben. Wir fanden etwas über eine Siedlung in der Nähe heraus, mit der wir handeln können. Für den Fall, dass uns etwas ausgehen wird. Sie können uns Güter liefern, sobald wir einen Handelsdock haben. Die gesamte Besatzung zählt auf sie nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Viel Glück. Das brauchen wir nicht. Wir haben Manu. Ja, ja. Mal so. Bäuchchen reiben und dann läuft schon. Genau, Bäuchlein reiben. Okay, pass auf. Wir sind jetzt hier auf einer Insel gestrandet. Die Insel hat den Namen Der Strand, also so heißt sie zumindest in der Auswahl, damit ihr das, wenn ihr das selber mitspielen und mitmachen möchtet, vielleicht auch besser sein könnt als ich. Schwierigkeitsgrad haben wir Kapitän gewählt und der Game Seat, den findet ihr auf Schwierigkeitsgrad unten rechts in der Ecke, haben wir eingegeben Sommerpause 2023. Das S am Anfang groß und das P in der Mitte auch groß, alles andere normal. Also sprich klein. Gut. Ja, wir haben hier auf der linken Seite haben wir noch ein paar Tipps und so angemacht. Damit kriegen wir ein paar Bonusmaterialien, die helfen uns ganz gut voranzukommen. Hier steht zum Beispiel, bauen Sie eine Kühlerei und verbinden Sie es mit Schornstein. Ist ja gar nicht so schwer. Wir haben hier auch schönen Bauplatz schon. Hier ist auch schön flach alles. Hier kommt man überall ran, auch an die Bäume, die wir hier haben. Das heißt, wir haben hier auch schon schönes Bauland. Hier hinten sehe ich schon das Kupfer, ohne die Karte aufzumachen. Finden wir auch Eisen einfach so? Ich glaube nicht. Mal gucken, das müsste hier unten Kohle sein. Das ist so ein bisschen gräulich. Sieht immer so nach Kohle ja, aus. Das ist, ja, du kannst ja unten noch die Ressourcen... Hier ist Eisen. Guck mal, hier vorne ist schon direkt Eisen. Ah, das ist natürlich das ist sehr schön. Gut. Hier ist Kalkstein. Hier sind Bäume. Da kommen wir da hoch, ja, könnte gut, könnte ja, funktionieren. Hier ist auch schräg. Kupfer, hier ist auch Kohle. Oh. Ja, mit den Schrägen, ja, wird eng. Ein bisschen anpassen, denke ich mal, müssen wir, aber... Ja, wenn du ein Fahrzeug anklickst, ja, können wir ja mal gucken, einen LKW anklickst, ja, dann hast du da oben Navigationsanzeige, den Button. Ja. Den klickst du mal bitte an. Er hat natürlich nicht die Reichweite, weil dann nicht alles abgefahren ist. Aber wir sehen dann, wo er dann langfahren kann, wo Achso. Hindernisse sind. Okay, gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Drücken auf Play. 2. Januar im Jahre 001. 0001 sogar. Weil wir haben viel Zeit vor uns. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Köhlerei. Köhlerei müsste eigentlich hier mit drin sein, in der Metallurgie und Verhütten. Da brauchen wir 12 Bäume. Die wollen wir, um dann Kohle zu erzeugen. Das heißt, wir werden... Oh, hier sieht man schön schon das Raster, wie die Höhenlinien sind. Das ist natürlich nice. Ja. Guck mal, hier haben wir oben also, noch so eine kleine Kante, wo wir nicht hochkommen. Also sollten wir das schon irgendwo in die Richtung setzen. Nach rechts, wir, oder? Genau, wo wir so ein bisschen Bäume haben. Können wir also uns hinten auch in den Wald stellen, oder nicht? Ja, wir müssen es bloß dann irgendwann anliefern, aber das ist ein anderes Thema. Das kann ja dann LKW übernehmen. So. Auch wenn ihr es schon platziert habt, kann man das nicht mehr drehen? Nein. Doch, du hast noch nicht erfahren. Ja, gut, aber du hast. Ja, stimmt, solange es noch nicht angefangen wurde zu bauen, kannst du es drehen.
Später kommt dann auch sowas wie Blaupausenmodus und dann vorab bauen und dann erst freigeben. So, wird noch ganz interessant. Dazu brauchen wir einen kleinen Schornstein, das ist nichts Weltbewegendes, was anderes brauchen wir dazu auch gar nicht. Deswegen reichen da auch kurze Wege. Dafür brauchen wir eine Förderstrecke, eine Rohrleitung. Das kann er jetzt bauen und dann können wir den auch schon sagen. Wir haben noch Play gemacht, ne? Ja, Play haben wir gemacht. Die brauchen jetzt halt einfach einen Moment. Achso, die brauchen, müssen erstmal Sachen abholen. Müssen erstmal checken, dass wir überhaupt was von denen wollen. Aus dem Hafen. So, zum Bäume abbauen brauchen wir natürlich ein Abholzgebiet. Da werden wir natürlich erstmal hier unten den Kram freimachen, damit wir hier Platz haben zum Bauen. Und dann nehmen wir noch die hier oben dazu. Dann haben wir hier nachher schöne Strecken, wo wir abkürzen können und schneller fahren können. Also das ist quasi unsere Autobahn. Ja, du hast ja so einen Baumernter da rumstehen, oder? Der fährt hier schon, ja. Ja, dann klick doch mal auf den drauf. Ja. Weil irgendwo muss das Zeug ja auch weg. Ja. Du musst ihm jetzt noch mindestens ein LKW zuweisen. Sonst meckert er gleich. Stimmt. Fährt er nicht automatisch an dahin? Nein. Okay. Also beim Baumernter können wir ihm LKW zuweisen. Der ist dann quasi... Sein Abhol-LKW, der ihm fest zugeordnet ist. Ach, guck mal. Wir sollen sogar zwei LKWs zuweisen. Steht ja, sogar gut. Rechts oben. Zack, zwei. So, haben wir auch erledigt. Jetzt sollen wir 8 Kohle produzieren und wir sollen Hochofen mit Teilgießereien und einen Schornstein bauen. Das würde ich durchaus hier vorne direkt neben dem Eisenklumpen hier machen. Oder vielleicht genau zwischen dem Eisen da hinten und dem Eisen hier vorne. Oh. Weil das werden wir nachher dauerhaft brauchen. Dafür brauchen wir einen Hochofen. Ich baue es jetzt einfach mal in die Mitte. Die Richtung würde ich sagen, passt auch. So, da kommt das Geschmolzene raus. Hier kommt der Quarz raus. Und hier wird das Eisen reingeliefert. Wenn wir nachher das Rezept auswählen. Dafür brauchen wir 2 Metallurginen. Was? Metallgießerei, genau. Weil die sich genau ergänzen dann. Deswegen kann man. Ja, das können wir ja dann auch gleich nochmal auf der 60-Sekunden-Anzeige im Gerät schauen. So, und dann können wir durch Klick hier rauf. Oder die Rinne auswählen, genau. Das brauchen wir einmal. Und? Komm, jetzt haben wir schon. Ein Schornstein. Wir haben bis jetzt nur ein Rezept. Ein Rezept bis jetzt. So. Das Teil oben gibt es den kleinen Haken. Zeige 60 Sekunden. Zeige 60 Sekunden? Bei dem Ofen, ja. Ach so, okay. Dann kannst du alles auf 60 Sekunden Basis machen. Das heißt, du weißt, wie viel reingeht und rausgeht pro Minute. Ja. Und kannst dementsprechend schauen, jetzt in der Gießerei sagte er 12 pro 60 Sekunden. Das heißt, deswegen 2 Gießereien hinten drauf. Guck mal an. 60 Sekunden an. 12 verbraucht er in 60 Sekunden. Genau. Und hier kommen 24 raus. Also kann er genau 2 Stück davon bedienen. Genau. Nur für die Anfänger, damit könnt ihr es wesentlich einfacher machen, weil manche Prozesse dauern 10 Sekunden, andere 50, die nächsten dauern 30 Sekunden. Und mit dieser 60 Sekunden, dann seht ihr genau, wie viel ihr pro Minute da braucht und produziert. So ist es. So. Gut, dann haben wir als nächsten Aufgabe, deswegen ist es so interessant, halt auch die Aufgabe so ein bisschen, lernt man das auch ein bisschen noch mit. Ja, Mini-Tutorial, ja. Genau, starten Sie den Abbau der verlassenen Konstruktionsstation, das ist die hier. Kommunikationsstation. Okay. Radio Cantastico. Ah, ja, sehe ich, verstehen, ja. So, und damit haben wir jetzt quasi den Rückbau hier gestartet. Ja. Und hier werden immer gleichmäßig Ziegel und Eisenschrott zur Verfügung gestellt und die müssen wir immer gleichmäßig abholen. So, produzieren Sie Eisen 16 Einheiten, das kriegen wir hin. 8 Kohle haben wir auch schon hergestellt hier hinten. Ja. Der sagt jetzt schon, ich habe hier zu viel Holz. Achso, ja. Ja, weil er im Moment keine Abforderung hat. Kommt gleich, nur keine Panik. Genau. Holz brauchen wir auch noch für andere Sachen. So, als nächstes haben wir ein Forschungslabor bauen. Das können wir auch schon mal planen. Forschungslabor müsste eigentlich, nee, das ist ein Nachrichtenzentrum. Das ist hier Abfallsammlung, Lebensmittelmarkt, Unterkünfte. Hier ist das Forschungslabor.
Wähle den Platz weise. Okay. Was ist da zu beachten? Weil in späteren Varianten wirst du mit Förderband Sachen zuführen müssen. Weil sonst kommen deine LKWs nicht mehr hinterher. Okay. Das Ding hat einen Eingang und einen Ausgang später. Also können wir das praktisch auch hier oben hinsetzen. Wäre es wahrscheinlich am einfachsten. Weil hier hinten können wir noch den Stein weghauen. Ja. Und dann hätte man hier oben Platz. Weil wo das ist, also da, wo du dann halt die passende Fabriken hinbaust. Okay. Oh. Gut, das können wir ja auch nochmal umziehen. Das ist ja nichts Problem. Dann haben wir gerade hier oben schon eine Meckerei. Mhm. Uns fehlt ein Röhrchen. Ein Schornsteinchen, genau. Da kannst du auch direkt dran bauen. Dann möchtest du mehrere damit versorgen. Ich weiß es noch nicht, ob wir da noch mehr von, also ob wir da mehr von abwühlen, also ob wir darüber mehr Betriebe entsorgen quasi. Aber zwei kannst du maximal. So, und jetzt haben wir hier Eisenproduktion haben wir fertig gemacht. Dafür kriegen wir 40 Diesel und 20 Konstruktionsteile. Das ist natürlich schon mal eine richtig gute Sache. Die sammeln wir jetzt ein und haben unsere nächsten Aufgaben. Mhm. Hier müssen wir jetzt das erste erforschen und das zweite erforschen und wir müssen eine Abfallsammlung bauen. Aber wir forschen erstmal, weil forschen dauert Zeit. Mhm. Und Taste G auf der Tastatur. Echt? Ja. G wie Forschung? Ja. Ja. So, wir sollen als erstes so mal Landwirtschaft erforschen. Und dann wollte er was von uns haben? Konstruktion, ja. Da haben wir nämlich eine Warteschlange. Automatisch eine Warteschlange. Genau. Und hier kommt gleich die 1 und die 2, dann weiß man schon, okay, die beiden werden jetzt erforscht. Gut, dann haben die nämlich auch was zu tun. Hm? Hier werden schon Eisenplatten wie Sau hergestellt. Nee. Es ist wie Lamm hergestellt. Achso. Könnte auch wie Rind hergestellt sein. Stimmt auch wieder, aber das, ja. Das kommt später erst. eine sinnlose Diskussion, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir gerne. So, da hast du noch eine zweite Aufgabe da unten. Genau, Abfallsammlung müssen wir noch machen. Da wir ja wahrscheinlich nachher das Meer aufschütten. Wo auch immer. Da hinten kommen wir eh noch nicht ran. Aber wir könnten Schrägen aufschütten. Schrägen können wir aufschütten, ja. Ich überlege nur gerade. Zu dem Kohlefilter oben. Ja. Ja, es also, ist auch Kohle und hier ist ja auch Kupfer, ne? Also jetzt rein von der Taktik her, da steht ja schon ein Gebäude dran. Das heißt, an dem Teil können wir ja nichts mehr anbauen. Das heißt, die vier Felder oben werden da ja schon belegt, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, wenn wir es da einsetzen... Das habe ich verstanden. Wäre es schon mal taktisch klug, weil dann hätten wir zumindest noch drei Richtungen, wo wir hingehen können. Na gut, dass wir das schon... Na gut, dass wir Manu dabei haben. So. So, Konstruktion machen wir auch gleich Forschung. Hier haben wir das erste auch gleich fertig. Bauen Sie Abfallsammlung haben wir gemacht. Also zumindest zwei. Geplant. Und jetzt müssen wir ein Abgebungsgebiet erstellen. Und hier ist oben noch so eine kleine Kante. Und hier ist Z mit Verkippungsgebiet. Mhm. Das heißt, wir wollen dann... Achso, die geht nur gerade, ne? Nö, geht auch schräg. Ja, ich meine jetzt nur vierkantig. Ja, immer nur vierkantig. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was? Tief, oder? Ich jetzt von das ist oben. Schon zu tief, ja, klar. Jetzt sehe ich es auch. Aber das ist ja auch oben schon. Nee, das haut hin. So, oben musst du dann einmal gerade bauen. Ja, 7. Bis 7 runter. Bis zur 7 runter. Meinst du? Mhm. Dann filtert das noch auf. Da ist ein Teil noch abgedeckt. Wenn der jetzt loslässt, zeigt er dir ja an, was er auffüllt und was nicht. Also alles, was grün ist, macht er. So, und dann mit F kriegen wir gerade hin. Genau, und dann machen wir hier unten die 7 auch nochmal gerade. Ja. Ah, guck mal. Ne, dann ist er zu weit unten.
mit der rechten Maustaste gedrückt gehalten, dann kann man wieder löschen. Das hin, genau. So, da gibt er schon mal ab und oben die 9. Das wir die 8 gerade machen. Dann könnte es funktionieren. Kippt das da auf? Ja, dann würde ich aber nochmal eins nebendran aufschütten. Dann hat er genügend Spielraum zum Drehen. Und dann kannst du in die andere Richtung hoch dann ja auch nochmal aufschütten, aber das sieht man ja dann. Er kann ja halbe Blöcke, kann er ja fahren. Okay. Mittlerweile, seit dem letzten Patch. Ja, dann haben wir das ja auch schon mal. Also bis da oben kommen die LKW schon mal hin, ist schon mal gar nicht so schnell. Ja. So, wir produzieren hier weiterhin Eisen. Hier oben haben wir fertig. Abversammlung, Verkippungsgebiet, kippen Sie Abfall. Haben wir gemacht. Ja. Sammeln wir wieder Ziegel und Konstruktionsteile. Das ist immer gut. Konstruktionsteile brauchen wir nachher gar nicht mal so wenig. Jo, so. Jetzt möchte er was zu futtern haben. Genau. Vorher schmeißen wir aber nochmal die Forschung Handelsstock hinterher. Hm? Damit er ja nicht aus der Forschung rausfällt, weil Forschungszeit ist wichtig. Okay, dann grundlegende Landwirtschaft machen wir gleich. Bauen Sie eine Farm auf fruchtbaren Grund. Das heißt, auf Sand, hier wird was, oh, ist gerade Schnee, nee, Regen. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Lebensmittelherstellung, Farm. Wenn wir jetzt eh gerade schon hier hochbauen, naja, dann sind wir noch zu früh, ne? Wir können noch mal eben gucken. Ich habe ja eben einen tollen Tipp gekriegt. Könnten wir theoretisch hier hinten die Farm aufbauen, oder? Oder ist das zu weit weg? Nö, das reicht. Das ist okay. Was ist auch nicht zu weit weg mit dem Rohr? Jo, passt. Ich würde nicht zu nah an den Berg rangehen. Möchtest du ja auch irgendwann mal... ja, geht gerade noch so. Können wir ihn abtragen. Ah, glätten. Glätten, genau. Glätten wollen wir dann. Gut. Das haben wir auch. Farm auf fruchtbaren Grund. Wir können hier auch schon aussuchen, glaube ich. Nee, wir kriegen nur Kartoffelchen. Nee, genau, wir haben nur Kartoffelchen. Den Rest müssen wir uns erst noch erarbeiten. Erforschen. So, Handelsstock ist auch als nächstes am Forschen. Das heißt, das Ding haben wir auch gebaut. Das heißt, eine Sache müssen wir gleich noch haben. Wir müssen gleich noch eine Ernte abwarten. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Kohle. Haben wir ordentlich was an Holz da. Ja, der holt schon. Also der hat ja schon hinten einen LKW auf Bereitschaft. Genau, Kohle haben wir hier auch genügend da. So, dann läuft das ja schon ganz schön gut. Genau, und hinten haben wir noch zwei Hölzer hier in Reserve. Das schneidet schon mal ein bisschen weiter, obwohl er im Moment nichts abzuladen hat. So, das eine haben wir jetzt geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Ernte von Kartoffeln abwarten. Ja, dafür könnten wir jetzt unten die nächste Aufgabe schon mal bauen. Die Montage bauen. Die manuelle. Ja, oh, es regnet. Herbert, hol mal die Kurbel. So, hier haben wir nämlich unsere manuelle Montage. Da könnten wir eigentlich zwischen Holz und Kohle bauen, ne? Ich meine, du hast jetzt mehr Erfahrung im Late Game. Ja, du wirst eh umbauen müssen, habe ich festgestellt im Late Game. Okay. Also werden wir jetzt einfach mal hier ein... In den bauen, ja. Weil einer reicht nicht. Bauen wir zwei. Ja, machen wir erstmal mit zwei. Ja. Wir müssen nämlich unsere Konstruktionsteile auch so ein bisschen im Auge behalten, dass die uns nicht flöten gehen. Sonst müssen wir nachher noch handeln. Handeln ist am Forschen. Apropos Forschung, damit die uns nicht ausgeht. Können wir ja gleich mal weiter gucken. Können wir gleich mal das nächste machen. Fahrzeuge und Bergbau oder Werkzeuge? Also die Werkzeuge gehen relativ schnell und würden uns helfen beim Aufbau. Würde ich damit an. Die Energieversorgung und Wartung. Nein, nein, die Werkzeuge ganz unten. Achso, okay. Die würde ich machen, weil dann können wir auch gleich mal so Sachen wie kopieren und ausschneiden und so. Und dann machen wir Energieversorgung und Wartung, damit wir unsere Wartungsgeschichte, die ist ja auch sehr wichtig. Also hier Werkzeug, ne? Okay.
Montagemanuell hat kein Rezept ausgewählt. Oh, also ist er schon fertig mit Bau gewesen. So, was sollen wir denn überhaupt machen? Konstruktionsteile hätte er gerne. Das machen wir. Wir brauchen gar noch. Und deswegen bauen wir auch den zweiten, weil für den zweiten brauchen wir für unsere Dings brauchen wir nachher noch. Ja, wir brauchen noch eine zweite Fabrik und eine dritte dann später auch. Genau, für das dritte Rezept für die Elektronik. Können wir ja schon mal einschalten. Zweite Rezept. Würde ich auch sagen. So. Hier oben ist die Forschung. Handelsstock läuft. Regen ist auch in Gange. Wetterbericht kriegen wir nicht. Da haben wir vorhin beim Bau noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber wir haben total gut gebaut. Was ist das hier? Grundwasser? Ja, Grundwasser für die Grundwasserpumpe. Ach, du ahnst es nicht. Das wirst du brauchen. Hier ist Kupfer, das hatten wir schon gesehen. Hier unten ist dann Braun. Ach, hier Braun, Kohle. Ach, hier, Kohle, klar. Haben wir ja auch schon vorhin gefunden. Vorne ist Eisen, zumindest das kleine, da hinten ist das große. Dann haben wir hier nochmal Kohle, die hatten wir auch gesehen. Hier ist nochmal Grundwasser. Und hier ist ganz viel Kalkstein, ne? Oder ja, Quarz? Quarz müsste das. Kannst ja ab und an wählen. Das dürfte. Wie kann ich anders? Achso. An der Liste. An der kannst du draufklicken. Nee, dann ist es Kalkstein. Dann ist das Kalkstein. Oh, das ist ja natürlich bombastisch um die das Ecke. Das ist ja sehr nett, finde ich auch. Ja. Ach, hier hinten ist Quarz. Ja. Noch ein Ölvorkommen da hinten. Gut. Also, wir haben jetzt zwei Sachen fertig. Einmal Lebensmittelproduktion, das heißt, wir haben einmal abgeerntet. Kriegen sogar noch einen Bonus. Kriegen noch ein paar Kartoffeln Bonus. Die wir auch dringend brauchen werden. Und hier kriegen wir nochmal Holz und Fahrzeugteile für unsere Konstruktionsteile, die wir jetzt hergestellt haben. Ja. So. Jetzt sollen wir weil das erforschte Handelsdock bauen. Das wird genau hier sein. Und halt. Wähle den Platz weise und versperre dir nicht einen zweiten Hafen. Zweiten Hafen? Kriegen ja, also wir noch einen zweiten Hafen? Oder? Du kannst es direkt neben deinem jetzigen Ding bauen. Deinen jetzigen Hafen. Ach so. Weil da wird nie ein Schiff anlanden von uns. Ja, das ist natürlich gut. Dafür brauchen wir zum Beispiel Holz. Ja. Gut, okay. Bauen Sie ein Stückgutlager und weisen Sie ihm Holz zu. Das können wir auch schon mal machen. Lager, Stückgutlager. Das sollten wir vielleicht hier hinten bei der Köhlerei mit hinsetzen. Ja, wäre mal sinnvoll. Auf der richtigen Seite, in der richtigen Reihenfolge, weil man beachte bitte die Pfeile. Ja. Rot, ein Schwarz und plus... Ach nee, das ist auch was anderes. Ja. Und wenn es weh tut, dann war es dann doch keine Erde. Mhm. Hier ist kein Vorkommen. Gebaut. Da soll jetzt Holz gelagert werden. Gut. Lass es bauen. So, Energieversorgung und Wartung sollen wir jetzt erforschen. Guck mal. Forschung ist immer noch in Gange. Das heißt, wir können jetzt weiter forschen. Energieversorgung und Wartung. Siehst du, haben wir schon voll drin. Eingelaufen, ja. Ja, dann kannst du eigentlich schon mal mit der Ziegelproduktion weitermachen. Also wir haben jetzt eine weitere Montage manuell, um mechanische Teile, mechanische Teile herzustellen. Die haben wir schon. Also wir sind quasi schon bei Schritt 2. Ja. Bevor wir Schritt 1 hatten. Handelsstock schon gebaut? Nein. Handelsstock ist auch echt interessant. Sachen, die man über hat, die kann man gut dahin verschiffen. Also wenn wir zum Beispiel das Holzlager nachher voll haben, dann kann man auch ganz gut mal ein bisschen Holz vertängeln. Ja, und kann sich Kohle kaufen, weil das zum Beispiel. Ein entspannter Rohstoff ist, ne? Ja, noch haben wir genug davon. So, Handelsstock haben wir gleich gebaut. Stückgutlager haben wir. Lagere Holz in Stückgutlager. Da sind wir bei. So, ich glaube, wir haben gleich keine. Siehst du, Wald muss ich noch ein bisschen freigeben, ja. Freigeben. Da würde ich. Ja, machen. Kannst du mal die ganze Fläche hier freigeben. Ja, zumindest hier unten die Ecke. Dann können wir da noch das nächste
Da wirst du kein Fältchen kriegen, weil guck dir mal die Unebenheiten an. Ja, habe ich gesehen. Ja, da müssen wir ja danach mit dem Glättungstool ran. Kennen wir ja schon. Glättungsstuhl. Das quarzt wie Sau, das ist gut. Hier ist schon Holz drin? Nein, noch nicht. Wie alle sehen, haben wir jetzt links unten ein paar Knöpfchen mehr bekommen. Oh ja. Schneiden, ausschneiden, kopieren, Abreißen. auswählen, abreißen hatten wir schon, dann schneller werden, pausieren, Planungsmodus. priorisieren und den Planungsmodus. Und den finde ich sehr interessant. Besser. Weil dann kannst du auch mal deine Designs ausprobieren Ja. und sagen, okay, passt nicht. Und erst wenn es fertig ist, kannst du dann mit dem Pause-Ding freigeben und sagen, jetzt baut mal bitte. Hier sind die ganzen Dinger, die man sich ganz entspannt hier unten durchgucken kann. Aber wir können es ja mal anklicken. Grundlegende Landwirtschaft. Neue Gebäude haben wir gemacht. Konstruktionen haben wir auch neue Gebäude. Handelsdock haben wir auch gebaut. Neue Werkzeuge haben wir hier unten erforscht. Kopieren wird hier auch nochmal erklärt. Und wenn ihr das nicht wisst, wie, dann könnt ihr hier unten auf die Mütze gucken. Und könnt ihr ein bisschen studieren, wenn ihr möchtet. Hier sind Ausschneideoptionen, sprich, wenn ihr das plant, dass ihr den noch mal ein Stückchen weiter versetzt. Das nicht neu bauen, sondern kannst nehmen und kannst verschieben. Auch wenn es schon gebaut ist? Nur Nein, im Plan, nur im also nur Plan, ist gut. im geplanten Zustand. So, und hier kann man, glaube ich, Massen stilllegen, sozusagen. Ja, Pause-Button in groß. Genau. Kopieren. Ich glaube, braucht man nicht erklären. Also hier ist eine Pipette, mit der kannst du jetzt ein Gebäude oder eine Sache auswählen, die kopieren, neu bauen. Kleiner Tipp mit Steuerung C, kennt eigentlich jeder so, kann man das auch aktivieren und kann draufklicken, hat's und mit Steuerung V dann setzen. Also wie in Word, Excel, PowerPoint und anderen Verarbeitungsprogrammen des Desktops für Der Mann hat PC-Menschen. aber auch Ahnung da. So. Ja, nachdem der jetzt mittlerweile leider verstorben ist, der Mr. Copy und Paste, im Alter von 87 Jahren, Ja. der diese Tastenkombination erfunden hat. Und das vor 40 Jahren schon. So, Sie können Einigkeiten nutzen, um Produkte sofort zu und von Konstruktionen zu liefern bzw. zu entfernen. Also Schnell bauen. genau, schnell bauen. Und die Punkte haben Sie hier oben. Kriege ich nochmal 1,28 pro Monat im Moment. Kann variieren. Kommt halt Ja, drauf an. wenn du draufklickst, sonst kannst du das auch mal zeigen, bitte, ganz kurz, Ja. das Menü. Weil da sieht man dann, was positiv ist und was negativ ist. Also positiv ist, dass wir Lebensmittel haben. Je mehr wir liefern, umso höher die Punktzahl. Und Gesundheit zieht sich aus dem im Prinzip den Herzchen. Wie gut gesund deine Leute sind. Ja, links oben. Das wäre dann der Button. Ja, ist aber derselbe. Okay. So, und dann hast du das Forschungslabor. Das kostet Einigkeit, weil die Leute müssen ja was schaffen. Richtig. Gut. So, wir forschen Energie und Co. Handelsstock. Sehr Fehlt noch ein erlaschen. bisschen Holz. Wir brauchen natürlich 100 Einheiten für. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja, die Jungs sind ja schon am. Genau. Er ist hier ordentlich am Holzen. Holzern. Ja, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass letzte Woche so wenig an Videos erschienen ist, aber ihr wisst, Sommerpause und ich hatte gestern oder ich hatte letzte Woche einen sehr guten Freund zu Besuch und dann nehme ich mir die Zeit natürlich auch, weswegen wir ja auch die Sommerpause gemacht haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur das eine machen, sondern wir haben jetzt seit 5 Jahren, 6 Jahren ununterbrochen TPF gemacht. Ohne Pausen zwischen den Staffeln und jetzt machen wir das einfach mal so und aber wir sind wie gesagt spätestens im August sind wir wieder zurück. Wir versuchen euch natürlich mit den Projekten, die wir hier so nebenbei jetzt noch machen, ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen und zu versüßen natürlich, ne? So. Warum lagert er kein Holz ein? Weil er das Holz zum Dock geliefert hat, Manu. Man könnte das jetzt erzwingen, indem man sagt, halte das Lager voll. Aber ja. Da wird im Ja, Moment ja nur Überschuss eingelagert. man hätte auch die Prioritäten anders setzen können. Na?
Halte das Lager voll, wäre ja dann die Geschichte, ne? Dieser kleine Schieber grün. Würde er es einlagern. Erst einlagern und dann verwenden. Genau. So, dass wir mal ein bisschen Reserve haben. Okay, wir sollen Stromproduktion, indem sie einen Dieselgenerator bauen. Wartungsdepot einfach bauen. Wir wollen erstmal einen Dieselgenerator bauen. Wir müssen jetzt nochmal gucken. Also wir haben jetzt ja. Da drüben haben wir unser Öl irgendwo. Hier ist unser gehabt. Öl. Da müssen wir gucken, dass wir da nicht zu viel nachher an Siedlung bauen. Da ist jetzt, ja, bis es leer ist halt. Genau. Ist jetzt halt die Frage, wo würdest du später eine Spritproduktion haben wollen? Das ist eine gute Frage. Irgendwo, wo Wasser in der Nähe ist, würde ich mal behaupten. Würde sich das ja hier links schon fast lohnen. Dass man die hier links hinsetzt, da hast du das Öl. Das heißt, da wird das Rohr nicht zu lang. Wenn wir das aufschütten, kommen wir nachher hoch. Mhm. Wenn wir erstmal hinliefern müssen. Ja. Und den Dieselgenerator kannst du ja unten hinbauen, weil der macht ja nur Dreck. Der braucht ja nur eine Spritanlieferung. Genau, also Sprit lassen wir dann hier unten. Können wir hier unten in der Ecke bauen. Wegen Generator, ja. Wegen Dreck und so, oder nicht? Ja, ja. Also Luftverschmutzung gilt immer die ganze Insel. Also ist egal, wo du sie hinsetzt. Echt? Mhm. Also kann ich auch direkt neben die Häuser bauen und die sagen, oh, ist genauso viel Luftverschmutzung, als wenn du jetzt einen Kilometer weggebaut hättest. Genau. Ja, okay. Also bauen wir jetzt einen Dieselgenerator. Wir haben jetzt hier einen Stromvogel. Stromvogel. Ich baue den da jetzt einfach mal so hin. Und dann gucken wir mal, weil von oben, denke ich mal, werden wir nachher runtergehen. Und dann... Ja, also da ein Rohr runterzulegen, sollte man hinkriegen. Das denke ich mir nämlich auch. Noch das Wartungsdepot bauen. Ja. Und dann müssen wir ja schon wieder Folgenende machen. Schon wieder? Wir haben ja schon fast die halbe Insel vollgebaut. Boah, das geht schnell. Wartungsdepot, das an Ausgang von den Fabriken irgendwo da in der Richtung. Hier oben? Ja, da oben, weil dann kannst du gleich ein Band hinzaubern. Später, wenn du darfst. Brauche ich, achso, hier oben bei den ja, Konstruktionen. Bei den Konstruktionsteilen und Co. würde ich da irgendwo in einem gewissen Abstand, dass du da auch ein Band hinzaubern kannst. Weil sonst fahren die sich einen Wolf. Okay. Und dafür brauchen wir dann ja gleich noch den dritten, ne? Den dritten, den kannst du eigentlich auch gleich schon bauen. Wir haben zwar noch ein bisschen was davon, glaube ich, auf Schiffslager, aber. Boah. Wäre sinnvoll. Ja, haben ist immer besser als brauchen und ich habe gehört, Wartung ist ganz, ganz wichtig. So, komm, jetzt haben wir 65 Monate Vorrat an Nahrung. Das war schon mal nicht schlecht. Wie voll ist denn das Lagerhaus? Die Verkaufsstelle. Ach, die Verkaufsstelle. An der Siedlung. 69%. Ach, gut. Ein bisschen ist da noch. Also was ich auch gut finde, was jetzt auch mit in den Patch kam, glaube ich, das mit dem Auto und aus, ne? Also dass du die LKWs auch abschalten kannst, dass sie nicht parallel fahren. Ja, wobei das Auto ist immer noch etwas buggy manchmal, habe ich festgestellt. Also das Aus funktioniert auf jeden Fall. Ja, das Aus finde ich auch am wichtigsten. So, jetzt müssen wir nur noch Wartung produzieren. Das dauert noch ein bisschen. Hier ist Auto. Okay. Ist auf Auto gestellt. Jo. Solange du nichts anbaust. 100 Kilowatt brauchen wir. Haben wir hier hinten schon. Ja, 400 Kilowatt haben wir. 800 Kilowatt haben wir aus. Gut. Ja, haben wir auch. Ja, Spritmittel. Ja, ist voll getankt. Gut. Wieso wird immer noch kein Holz gelagert hier? Weil immer noch genügend verlangt wird. Lager mal Holz ein hier bitte. Oh. Ach, hier kannst du auch noch Import-Priorität setzen. In der Warteschlange, wann der Auftrag eingeht. Hier ist Priorität 10 und hier ist jetzt Priorität 9. Ja, das heißt, der fährt also wird jetzt erst ins hier Lager. Reingelagert. Ah, siehst du wohl. 20 Stück. Wenn die nächsten 20 einlagern, kannst du es eigentlich schon wieder rausnehmen.
Genau, dann haben wir die Aufgabe nämlich fertig. So, hier nochmal im Überblick, was wir jetzt hier produzieren. So, hier. Bodenfeuchte. Natürlich schwierig, ne? Wenn Regen nicht da, aber wir kriegen ja auch nachher noch einen Regen. Ja, Wasser auf. Oh, guck mal, wir haben gar keine Forschung an, Manu. Dann forschen wir jetzt einfach mal in der Reihe hier weiter. Die Fahrzeuge, genau. Und dann die Ziegelei würde ich als nächstes. Genau, da ist nämlich auch das Wasserauffangbecken mit drin. Ja, kann man dann auch noch gut gebrauchen. Selbe Ziegelei, genau. So. Leuchtfeuer müssen wir auch demnächst erforschen. Und dann können wir schon die einfache Dieselherstellung machen. Die kostet uns dann richtig Kohle. Und nicht nur Geld. Oh, da oben ist was fertig geworden. Die Wartung. Oh ja, Wartung haben wir produziert. Ja, 105, sehr gut. Würde ich sagen. Kriegen wir nochmal ein bisschen Elektronik und Konstruktionsteile. Da hätten wir noch einen Kaufauftrag. Kaufende Ziegel gegen Holz. Das schaffen wir auch noch. Wir haben ja gesagt, wir machen 30 Minuten und maximal 40. Da sind wir noch drin. So, da handeln mit einem können Dorf. Wir handeln. Genau. Jetzt muss ich dem erstmal. Ne, spenden muss ich nicht. Nein. Das heißt, er möchte Holz gegen Ziegel. Genau, das heißt, das Ding hier müssen wir haben. Ja. Haben wir es auf Lager? Haben wir, ja. Dann kannst du mal drauf drücken. Und dann drücken wir drauf und dann haben wir den Handel abgeschlossen. Genau. Hat uns ein bisschen Einigkeit gekostet, aber wir kriegen ja was. Wir kriegen ja Ende des Monats was wieder. Und hier haben wir nochmal Ziegel und Konstruktionswerkzeug bekommen und neue Aufgaben. Hier ist schon die mal Forschung Leuchtfeuer. Haben wir auch schon reingestellt. Ja, wegen Bevölkerungswachstum. Müssen wir noch eine Unterkunft beim nächsten Mal bauen und das Eisenrezept für den Hochofen nutzen. Genau, aber wir haben noch ein bisschen Eisen, also so ist es nicht. Ja, ja, aber du kannst das Rezept ja schon mal anschalten als sekundäres. Wenn es erforscht ist. Ja, das wird wohl noch einen Moment dauern. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Ende im Gelände. Doch, erfolgreicher Start, würde ich sagen. Noch sind deine Einwohner nicht verhungert. Ich denke auch, es ist keiner gestorben. Haben wir gut hingekriegt. Ja, bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefällt. Zeigt uns gerne mit dem Däumchen. Lasst uns gerne einen Kommentar da natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Captain of Industries hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.